Wow, ihr seid einfach. Oh mein Gott, seid ihr süß. Hallo und herzlich willkommen zu Wissen vor 8 Natur. Sie sind aber süß, oder? Ich meine, es sind nicht meine, ich hüte sie nur. Aber es ist unser Thema heute. Ja, irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ich euer Zeitvertreib bin. Naja, egal. 12,3 Millionen Katzen halten sich in Deutschland ein oder mehrere Menschen. Aber in Deutschland gibt es auch Wildkatzen. Scheuwaldbewohner, die kaum ein Mensch je zu Gesicht bekommt. Also, dann lasse ich mal die Katze aus dem Sack. Von denen hier stammt ihr nicht ab. Nein, eure Vorfahren kommen aus Afrika. Die Stammform unserer Hauskatze ist nämlich die afrikanische Faltkatze. Als die alten Ägypter vor 10.000 Jahren sesshaft wurden und anfingen, ihr Getreide in Speisekammern zu lagern, da kam, und so schnell konnten sie gar nicht gucken, die hier und zogen einfach mit ein. Und mit den Mäusen kamen die Katzen und machten sich beim Menschen als natürliche Schädlingsbekämpfer beliebt. Im Gegensatz zu euch ist die Wildkatze eine echte Europäerin. Seit 300.000 Jahren lebt sie in unseren Wäldern. Aber überlebt ihr mal eine Eiszeit? Mit dem Fell könnt ihr voll vergessen. Denn mit ihrem Wechsel von warm auf kalt erforderten die Eiszeiten natürlich eine Anpassung an raueres Klima. Deswegen hat die Wildkatze auch im Gegensatz zu euch ein dichteres, längeres und struppigeres Fell und einen kräftigeren, gedrungeneren Körperbau und längere Schnurrhaare zur perfekten Orientierung. Geboren, um draußen zu überleben. Ja, um euch muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Um die wenigen verbleibenden Wildkatzen leider schon. Denn der Bestand in Deutschland ist extrem zurückgegangen. Nur noch 5.000 bis 7.000 der Mini-Tiger streuen noch durch unsere Wälder. Denn Wildkatzen brauchen sehr viel Platz. Und vor allem Ruhe. Große, störungsarme, wilde Wälder mit viel Platz, sich zu verstecken. Gar nicht so einfach, denn so ruhig und wild ist es in unseren Wäldern schon lange nicht mehr. Und deshalb ganz wichtig für Sie, Katze im Wald heißt nicht anfassen. Also die Wildkatzen, die hier schon. Aber wenn Sie in den letzten Wildkatzengebieten junge Kätzchen finden, nehmen Sie sie bitte nicht mit nach Hause. Denn Wildkatze bleibt immer Wildkatze. Und ihr bleibt immer süß. Und ich bleibe immer ich. Und Sie bleiben natürlich.